Hallo, wunderschönen guten Nachmittag hier. Wow, was für ein Empfang. Ganz herzlichen Dank. Ich habe eine unfassbare Band, stelle ich jedes Mal fest. Seit Oktober letzten Jahres touren wir und in dieser Besetzung wie jetzt heute Nachmittag spielen wir jetzt zum dritten Mal. Chris und Christian sind seit Anfang dabei, aber unser neuestes Mitglied und jetzt fest in meiner Kapelle ist zu meiner Rechten. Merken Sie sich diesen Namen, dieses Gesicht, der wird Ihnen noch ganz oft begegnen. Bitte einen Riesenapplaus für Simon Ostländer! Simon Ostländer! Dieser Mann ist auch ganz lange mit Jazz Baltica verbunden. Wir haben hier viele Schlachten zusammengeschlagen. Nicht nur am Buffet, auch auf den Bühnen. Der ist von Jazz Baltica quasi gar nicht wegzudenken. Aus meiner Band und aus meinem Leben auch nicht wegzudenken. Einer meiner guten Freunde, der ganz große Christopher Dell. Und der zweite Franke in dieser Kapelle neben mir. Seit mittlerweile 35 Jahren spielen wir zusammen und jeden Tag wird es besser. Bitte einen Riesenapplaus für Christian Diener! So. Zu Beginn, das war Hippie von dem Erfolgsalbum, könnte man fast sagen, Kind of Cool. Das hat es damals sogar in den Popcharts geschafft. Wir waren 5 Wochen Nachbar von Helene Fischer und Andrea Berg. Und damit gleich verbunden ein riesen Dank an meine Plattenfirma Act, die auch hier da ist. Ich werde dann später auch draußen ganz viele CDs verkaufen, hoffentlich, und signieren. Und nur als Team schafft man irgendwie auch so ein Album so zu platzieren. Und das war wirklich eine grandiose Leistung von allen. Und eben von diesem Album war jetzt Hippie. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Album Kind of Spain. Ich habe in meiner Wahlheimat Ibiza so verschiedenste spanische Musik gesammelt. Und dann in enger Abstimmung mit meinem Labelchef Sigi Loch, den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Siegfried Loch, danke fürs Kommen. Ein großer Kenner der spanischen Materie, da haben wir dann, glaube ich, ein sehr schönes Album zusammen gemacht und da spielen wir jetzt ein paar Stücke davon, wenn es recht wäre, an diesem herrlichen Sonntagnachmittag in Timmendorf. Und zwar geht's los mit einer Nummer, die eigentlich durch Vicente Amigo bekannt wurde, Tres Notas para Decir Te Quiero, Achtung, auf Deutsch übersetzt für die nicht-spanisch sprechenden, 3 Noten, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Danach Paso Doble von Lars Danielsson, der das Album mit mir zusammen produziert hat. Und danach spielen wir Spain von Chick Corea. Und wer sich jetzt denkt, warum spielen wir jetzt eigentlich Spain? Ich war der letzte Schlagzeuger von El Chiros letztes Jahr. Ich habe mit dem noch in Europa getourt. Christian war teilweise noch dabei. Und ich war in Paris im Olympia gesessen und habe gerade so die Finalabstimmung fürs Album gemacht. Und dachte mir irgendwie, Spain, ja, aber eigentlich müsste Al singen, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Gerade wenn man relativ nah dran ist, dann ist es für dich ziemlich billig, da hinzugehen. Habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Und dann saßen wir so bei der Garderobe, löffeln so Suppe. Hey Wolfie, what you doing next? Ja, I'm doing my new album. Who is gonna sing on? No one. Why not me? Und ich gesagt, are you thinking of doing Spain? Habe ich gesagt, yes. Und dann haben wir den Nachmittag noch in der Garderobe vom Olympia, hat er seinen Assistenten geholt und gesagt, hey Brian, take the recorder. Und dann haben wir es aufgenommen, einfach so eine Demo-Version. Zur letztendlichen Aufnahme ist es nicht mehr gekommen, weil er dann, der leider von uns gegangen ist. Aber der Geist von ihm ist noch in diese Aufnahme eingeflossen. Und deswegen spielen wir Spain.
Vielen Dank. Mensch, was ist denn hier los? Timmendorf, Wahnsinn. Danke schön. Ja, wir hätten noch ein paar weitere spanische Stücke im Angebot. Und zwar 4 an der Zahl. Zum ersten, glaube ich, das vermutlich bekannteste spanische Werk überhaupt, Concierto Aranjuez. Ah, der geneigte Timmendorfer Jazz-Fan weiß natürlich, von was ich spreche. Ist ja eigentlich ein klassisches Werk ursprünglich. Wir spielen es heute Nachmittag in einer Version, in der wir es definitiv noch nie gespielt haben. Vermutlich nach heute auch nie mehr so spielen werden. Wir haben uns was ganz Spezielles überlegt. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn es klappt, komplett ausflippen bitte. Wenn es nicht klappt, niemandem weitererzählen, okay? Und danach El Faro und Salinas. Salinas ist da auf dem Berg, wo ich sehr viel Zeit verbringe, in Ibiza. Schaut mal auf die Salinen runter. Und ja, wir sind schon ein Dreivierteljahr unterwegs. Das sind so Insider dann. Aber das führt jetzt zu weit. Ja, jedenfalls schaut man dann eben runter und dieser wunderschöne Anblick von diesen Salinen hat mich dann zu dieser kleinen Melodie inspiriert. Und danach das 4. El Vito, alle 4 von dem Album Kind of Spain. Sagte ich schon, wie gut es mir hier gefällt? Nein, noch nicht. Mal einen Riesenapplaus an Nils für das Wahnsinnsprogramm und dieses gesamte Jazz Baltica Team, Organisation. Alles fantastisch, super Programm, wie gesagt. Organisation, Moment. Wir haben doch Zeit. Bleiben Sie bei sich. Das Maritim hier. Die ganze Anlage finde ich ideal für Jazz Baltica. Vergangenheit war schön, Salzau, Niendorf, alles wunderbar. Wir haben eine andere Zeit, man denkt gerne zurück. Jetzt finde ich, dieser Jazz Baltica-Geist ist mehr denn je jetzt hier in diesen neuen Räumen. Ganz toll. Macht weiter. Lieber Nils, bist du da? Ja. Und Sie vor allem, kommen Sie, es ist alles ausverkauft, habe ich gehört, ich finde es Wahnsinn, kommen Sie jedes Jahr weiterhin, unterstützen Sie das, das ist wirklich eines der besten Festivals in der Welt und ich sage das nicht leichtfertig. Hier und jetzt komplett ausflippen. Yo! Ja, der Nils hat es jetzt quasi schon verraten. Der hat zufällig eine Posaune gerade in der Hand. Schauen wir mal, was da noch passiert. Also, viel Spaß mit unserem zweiten Spanien-Mittel. Ein Mann möchte ich noch ansagen, der mit uns immer um die Welt reist. Der sitzt da hinten, macht über den tollen Sound. Dominik Arnold, vielen Dank.
Sabina, Christopher Dell, vielen Dank, Jess Baldiga!
Okay. Also, darauf waren wir jetzt bestens vorbereitet. Ich meine, es hat sich ja vorhin schon angedeutet. Zu meinen roten Turnschuhen kommt jetzt die rote Posaune. Und ich freue mich wahnsinnig, weil dieses Stück, was wir jetzt spielen, haben wir auf dem Album Shapes seinerzeit aufgenommen. Und das habe ich für Nils geschrieben. Das steht bloß nicht dabei, aber er weiß es. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt Silent Way spielen. Da ist er, Nils Landgren. Und danach dann ganz viel Spaß mit unserem Freund Dieter Ilk, mit seinem tierischen Trio und was sonst noch heute ist. Last Birthday Concert gibt es auch noch. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. In alter Frische, gesund und munter bleiben. Wir tun es auch. Bis bald. Vielen Dank, Timmendorf, Jazz Baltica. Danke. Thank you.